Wie auch schon in den vergangenen Jahren planen die Sylter Werkstätten gemeinsam mit der Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V., der Gemeinde List und den Listlandeigentümern im Rahmen des Projektes Heimatliebe Sylt – Plastikinsel – Nein Danke eine neue Reinigungsaktion im Naturschutzgebiet auf dem Ellenbogen. Am Samstag, dem 11. März, startet die Aktion um 10 Uhr vom Parkplatz der Kitesurfer ins Naturschutzgebiet. Der Listellenbogen ist Heimat für seltene Pflanzen und Tierarten, die teilweise nur noch dort vorkommen und dadurch besonders schützenswert sind. Die Veranstalter hoffen auf viele Freiwillige, die helfen, den Ellenbogen, eine einzigartige Naturlandschaft auf unserer Heimatinsel Sylt, vom Müll zu befreien. Gleichzeitig bietet sich den Helfern die Gelegenheit, in dieser besonderen Landschaft unterwegs sein zu dürfen, was sonst nur den Schutzgebietsbetreuern gestattet ist. Seit gestern ist das Sylter Gedächtnis, das Sylter Archiv, um einige denkwürdige Stücke reicher. Die Nachfahren des bekannten Sylters Lütje Theisen haben die Lebenssammlung gestern an das Sylter Archiv übergeben. In der Sammlung befanden sich neben einem Briefwechsel mit Theodor Storm auch bisher verschollen geglaubte alte Katasterauszüge. Das Sylter Archiv ist schon jetzt proppenvoll und die Gemeinde sucht Flächen für einen dringend benötigten Neubau. Thank you.